Eigentlich ist es traurig, ja? Das muss ich immer ein bisschen dazu sagen. Unser Bedarf steigt, das ist gut für uns, weil wir noch mehr Hilfe anbieten können. Aber ein Nachteil ist, dass der Bedarf da ist und er steigt stetig. Vorher, ich war Person, welche war ganz psychisch schlecht und ich wollte tot sein, weil das war wirklich schwer leben, aber jetzt ich bin glücklich, weil diese Leute helfen mich, dass ich fühle wie Person, helfen mich mit Leben, dass ich kann aufstehen in meine Füße und habe normal Leben und helfen mich mit meinem Kind. Selma, wir haben ihren Namen aus Sicherheitsgründen geändert, hat ihr altes, perspektivenloses Leben hinter sich gelassen, dank der St. Elisabeth Stiftung der Erzdiözese Wien. So wie Selma suchen jährlich hunderte schwangere Frauen in Not und wohnungslose alleinerziehende Mütter Unterstützung. Die Gründe, warum Frauen in Miseren geraten sind, vielfältig. Unter dem Motto »Mama, du schaffst das« bietet die St. Elisabeth Stiftung ein genauso vielfältiges Hilfsangebot an. Beim ersten Besuch einer Hilfesuchenden wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Die Frauen finden Unterstützung bei der Familien-, Rechts- und Schwangerenberatung. Niederschwellig und unkompliziert, damit jedes Leben wachsen kann. Es gibt natürlich Auffangnetze auch für Asylwerber, für Flüchtlinge, für Illegale und Ähnliches. Aber viele, viele, auch Österreicherinnen, rutschen durch das soziale Netz. Und die versuchen wir aufzufangen, weil wir unbürokratisch helfen. Ich brauche keine Genehmigung von irgendjemandem oder vom Ministerium, sondern ich kann unbürokratisch sagen, die Frau hat Hunger, ich gebe ihr Gutscheine, dass sie Essen einkaufen kann. Ist die erste Not gelindert, geht es darum, die Frauen langsam wieder ins Leben zurückzuführen. Eine Chance auf einen Neuanfang bieten unter anderem die Web- und Kreativwerkstatt sowie Mamas Werkstatt. Hier werden die Frauen gestärkt und gefördert, damit sie ihren Alltag wieder bewältigen und in der Arbeitswelt Fuß fassen können. Viele der Frauen, die wir betreuen, haben aufgrund von Flucht, Gewalterfahrungen oder anderen Schicksalsschlägen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren oder gar nicht erst entwickeln können. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, dieses Vertrauen zu stärken und die Mütter beim Erlangen einer nachhaltigen Erwerbstätigkeit zu unterstützen, damit sie in Folge mit ihren Kindern langfristig eigenständig leben können. Zur selbstständigen Lebensführung gehört natürlich auch ein Dach über dem Kopf. In knapp 70 möblierten Wohnungen bekommen obdachlose Frauen und Kinder bis zu 3 Jahre eine fixe Unterkunft. Das perfekte Zuhause umfasst in der St. Elisabeth Stiftung auch eine professionelle Begleitung, damit ihre Schützlinge ihre selbstständige Lebensführung wiedererlangen können. Wir schätzen auch die kleinsten Erfolge, die wir haben. Ja, es ist jetzt dieses, alle Frauen, die von hier ausziehen, fast alle finden einen eigenständigen Wohnraum. Wir schaffen, die Frauen irgendwo nachhaltig zu unterbringen und das ist auch ein großes Erfolg. Für uns sind noch wichtiger die kleinsten Erfolge, die wir machen. Manchmal haben wir mit sehr schwierigen Situationen zu tun oder sehr, sehr komplexe Problemlagen, wo die Frauen nicht einmal schaffen, zu unserem Termin zu kommen, ja, oder von einem Termin zu dem anderen ein paar Aufgaben zu erledigen. Ja. Das heißt, jedes kleinen Schritt, den wir hier mit den Frauen weitermachen, ist für uns ein großes Erfolg. Ja. Die St. Elisabeth Stiftung wird zum Teil von der Erzdiözese Wien und öffentlichen Stellen finanziert. Um schnell und unkompliziert helfen zu können, ist die Einrichtung auf Geld, aber auch Sachspenden angewiesen. Damit Frauen wie Selma auch in Zukunft hören: Mama, du schaffst das.